Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann am, sagen wir mal, nachgeholten Bergmann-Freitag. Ja, alles das an einem unscheinbaren Samstag, Nachmittag oder Mittag, Nachmittag, ja, so in der Richtung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute mit den bereits erschienenen 3 Folgen Winsbach. Ich habe eben gestern ein kleines Video rausgehauen, dass ich eben die Zeit nicht hatte, für den Bergmann-Freitag was aufzunehmen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, machen wir das heute Nachmittag, ist ja kein Problem, dann ist ja, ne, Wochenende haben wir vielleicht ein paar von euch ein bisschen mehr Zeit und deswegen können da auch ruhig mal, ja, 6 Videos Singleplayer kommen, kann man machen, muss man nicht machen, aber ausfallen wollte ich ihn jetzt auch nicht lassen, weil ich habe wirklich Bock darauf und deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir das einfach jetzt weiter und wir sehen, es sind überall Baustellen ohne Ende, wir müssen da echt mal gucken jetzt, oh, hier haben wir auch schon begonnen, ne, gut. Wir werden das jetzt systematisch einfach mal angehen. Genau, du fährst mir erstmal wieder zum Hof. Wir haben eine ewig lange To-Do-List. Das kann ich euch schon mal sagen. Also wir werden wahrscheinlich nicht alle schaffen. Ich sehe und lese immer wieder in den Kommentaren, mach nicht so viel gleichzeitig. Tatsächlich ist es so, ich weiß das. Aber ich glaube, oder ich, das ist so mein Gedankengang. Ich glaube, dass ich sehr viel, sage ich jetzt einfach mal, also wirklich sehr viel nebenbei mache. Das heißt, zum Beispiel jetzt der Traktor, den ich gerade gesagt habe, er soll nach Hause fahren. Das sind Sachen, die kann ich nebenbei machen. Das heißt, ich kann jetzt hier, während der nach Hause fährt, kann ich ein Butterfass aufladen. Und damit weiß ich, okay, für die nächsten Minuten, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, ist das wieder erledigt. Ne? Das weiß ich jetzt einfach. Und somit habe ich wieder eine Sache mehr aus meinem Kopf gestrichen. So. Aber das ist natürlich dann so, dann siehst du sowas und denkst dir, oh, das Fass ist leer, das müssen wir jetzt auffüllen. Das ist wieder eine neue Arbeit, die jetzt nicht geplant war, die aber gemacht werden muss. Und deswegen kann es schon mal passieren, dass das eine oder andere stehen bleibt und ich dann wieder was anderes beschäftigt bin. So, jetzt stehe ich hier und denke mir, ha, eigentlich müsstest du nicht auf die 100% warten. Tippst du einfach weiter oder tappst du einfach weiter. Das läuft schon, ne? Und ja, ich würde halt gern wirklich alles auf einmal machen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist einfach so im LS, du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Es haben auch ein paar geschrieben, das ist doch kein angenehmes Spielen für mich. Das ist tatsächlich wirklich ein angenehmes Spielen für mich. Also viele glauben immer, weil ich es alles so stressig habe und so weiter und so stressig mache, dass mir das keinen Spaß macht. Aber eigentlich ist es genau das, was mir Spaß macht. Wirklich. Also das ist wirklich nicht irgendwie jetzt nur dahergesagt, weiß ich nicht, bla bla bla, gar nicht, sondern ich bin halt der Typ, der das so kennt. Das heißt, ich bin eher einer, der was sagt, okay, ich hab's gern ein bisschen stressiger, aber dann habe ich mehr erledigt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist mir irgendwie lieber. So, da werden sich viele wieder auf den Kopf greifen und sagen, oh, aber fährt schon wieder falsch. Nee, fährt er nicht, weil er will hier Kalk aufnehmen. Das habe ich nicht vergessen. Ich habe das vor 100 Folgen, weiß ich nicht, wie viel es waren, vor 100 Folgen gesagt, dass wir das auf alle Fälle noch aufladen werden, den Kalk und aus. Alter, guckt euch mal wieder, wie der aussieht, bitte. Er sieht schon cool aus, wie ich finde. Ey, ich habe die letzten Tage sehr viel auf der Facebook-Seite von dem guten Black Sheep Modding verbracht. Alter, da kommen geile Sachen raus für den IT-Runner, ne? Alter Schwede, da habe ich mich, ich hätte am liebsten schon das eine oder andere mitgenommen. Da kommt so eine geile Plattform, wo du mit den Fahrzeugen rauffahren kannst auf den IT-Runner. Sehr, sehr cool. Also wirklich cool. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Wir haben eine ewig lange To-Do-List, ne? Das ist ja das Problem. Wir haben auch, das weiß ich, wir haben auch, ich habe aufgeschrieben, was zu machen ist. Das habe ich nicht vergessen. Ich muss eben nur gucken, dass 2, 3 Sachen parallel laufen. Das ist halt etwas, was ich schon machen möchte. So. Hoppla, nicht gegen Anhänger laufen. Hopp. So, wir müssen noch gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Das wird da ein bisschen mehr. Ja, wir haben jetzt schon relativ viel weggenommen, ne? Das ist nicht mehr so, dass wir jetzt hier sehr viel reinbekommen. Ist hier noch einigermaßen was drin? Dann müssen wir da schon wieder nachkippen. Ja, 30.000 ist jetzt nicht mehr so viel, ne? Wie viel sind denn das Prozent? 63, ja gut. Okay, das heißt, der Typ dann da reinkippen bringt sich jetzt noch nichts. Hier. Wo ist der Fan? Der Fan, der Fan. Oder war das ein Fan? Nee, das ist der Deutz. Der Deutz. Hier muss abgetankt werden. Da haben auch ein paar gesagt, Werner, mach es doch so, dass die Abfahrer selber abfahren. Also das heißt, wenn sie selber dahin fahren. Würde ich echt gern machen. Problem an der ganzen Sache ist nur,
glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das, dass die Herrschaften dann komplett durch die Frucht fahren und alles zerstören. Das ist der kleine Nachteil an dieser wunderbaren Geschichte. Sonst hätte ich, wäre ich da schon voll dabei. Könnt ihr mir glauben. Aber noch ist das etwas blöd. Außerdem mache ich es gern. Also ich mache das wirklich gern. Ja, dich werde ich jetzt aber abziehen tatsächlich, weil du kannst jetzt erstmal Kalk aufladen gehen. Weil diese Hackschnitzel, Rübenschnitzel, ich kann es eigentlich nochmal ganz kurz auffüllen, ne? Dann haben wir da schon mal ein bisschen Ruhe. So, weil das haben wir ja hier hingekippt. Ich finde diesen New Holland Teleskoplader immer noch cool, ne? Ich kann noch nicht sagen, warum. Viele wünschen sich ja tatsächlich einen Merlo. Aber ich finde den immer noch cool, muss ich wirklich sagen. Also, ich finde den wirklich sehr, sehr cool. Auch mit diesen Hydraulikschläuchen und mit dieser blauen Farbe, mit dieser weißen Schriftkombination, finde ich immer noch sehr, 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 sehr cool. Deswegen würde ich den auch behalten, natürlich. So, haben wir da noch was liegen, oder? Eher nicht so. Ja, 1000, okay. Prinzipiell finde ich den Rübenschnitzler ganz gut. Ich hätte mir vielleicht eine Nummer größer gewünscht. Das hätte ich mir schon gewünscht. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Man kennt es. Aber ja. So, wir werden das dann nochmal ganz fix hier auffüllen. Ich glaube, die größte Baustelle heute tatsächlich ist die Apfelplantage. Also die Apfelplantage gehört definitiv aufgefüllt. Die ist komplett leer. Das werde ich auf alle Fälle machen. Ich werde es aber auch nicht mal so machen, weil das habe ich mir auch ein bisschen angeguckt im Nachhinein, dass man folgenweise sich irgendwas vornimmt. Ich sage einfach, heute wird das und das passieren. Und in welcher Folge das dann passiert, das weiß ich noch nicht, weil das habe ich auch selber nicht in der Hand. Also schon, aber ne, wenn es halt wieder irgendwie Not am Mann ist oder wenn ich jetzt merke, okay, das ist momentan wichtiger, dann mache ich halt das zuerst. Ihr könnt euch sicher sein. Am Ende des Tages wird alles erledigt. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber ja. Tatsächlich habe ich jetzt auch gelesen, dass es eine Hofbergmann Reloaded geben soll, ne? Vom Farmer-ID. Da bin ich ja schon gespannt. Muss mal gucken, den Farmer-ID muss ich mal fragen, wie weit das ist. Vielleicht kann man da schon ein paar Bilder zeigen auf Facebook. Das würde mich tatsächlich freuen, weil ich bin einer wirklich der wenigen, die immer noch die Hofbergmann spielen. Seit Anfang an. Und ich immer noch. Ihr seht es ja, ne? Und ich sehe es ja auch an den Aufrufen der Videos. Also das kommt ja immer noch wahnsinnig gut an, die Map. Und es ist wirklich krass, wie sich das alles entwickelt hat. Wirklich krass. Und wie gesagt, ich habe jeden Tag Spaß, auf diese Karte aufzunehmen, weil sie mir immer noch so viele Möglichkeiten zum Spielen gibt. Sie wird einfach nicht so eintönig. Und das Eintönige, das muss ich euch jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn wir schon bei Transparenz und blablabla sind, dieses eintönige Spielen habe ich momentan, ehrlicherweise muss ich das gestehen, auf dem Bio-Projekt. Da ist das ein bisschen, ich weiß nicht, ob monoton der richtige Ausdruck ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf dem Biohof ist es momentan ein bisschen, ich glaube, da spürt man halt einfach, dass ich schon auf die neue Karte warte, ne? Der René ist ja auch ein Schlingel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ne. Der schickt mir immer so geile Fotos von, was sich bei der Map getan hat, ne? Und ich sage immer, Link? Fragezeichen? Und er immer so, nein? Rufezeichen? Also, naja, irgendwann wird sie kommen, die Klingbach. Und dann, glaube ich, macht das Ganze auch wieder ein bisschen mehr Spaß. So. Tatsächlich würde ich auch dann gerne noch ein bisschen Kalk aus der Kalkgrube holen. Aber mir war erstmal wichtig, weil wir können ja den Kalk können wir ja oben einlagern, was ich so gehört habe in unserem großen allgemeinen Silo. Oben bei der Kompostanlage. Da können wir das tatsächlich machen. Und das würde ich auch tatsächlich machen, weil warum nicht, ne? Weil ob ich jetzt in der Kalkmine Grube liegen habe oder nicht, oder ob ich es am Hof habe, ist eigentlich komplett egal. Ist eigentlich komplett egal. Und da kann ich auch, wenn ich irgendwie mal Luft habe, Zeit habe, oder sagen wir mal, einen ruhigen Moment habe, so besser formuliert, kann ich auch mal gucken, dass ich ein bisschen Kalk wieder ins Lager bekomme von der Kalkmine. Nicht Mine, Grube, so heißt es. Geht da was rein? Ich sehe da nichts. Ah ja. Hat schon ganz gut was Platz in dem Ding, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, dieses IT-Runner, das hat es mir halt wieder mal angetan, ne? Ich habe eigentlich, damals auf der Gödenstedt hatte ich auch so eine Phase, wisst ihr ja, ne? Wo wir das mit diesen klappernden Containern gemacht haben.
Da hatte ich auch so, da hatte ich mega Bock auf IT-Runner. Aber ich glaube, Hof Bergmann ist genau die richtige, die, genau das richtige Projekt, wo ich das wirklich umsetzen kann, dieses intensive IT-Runner-Dingens. Und da ist, kommt eben auch, also ist schon da tatsächlich, vom Black Sheep ist, kommt noch, oder ist da, Quatsch, kommt noch, ein LKW mit IT-Runner. Oder ich kaufe mir den Aufsatz für den Auflieger. Es gibt auch einen Auflieger-Aufsatz, sage ich jetzt einfach mal, mit IT-Runner-Haken, also mit Hakenlift. Das könnte ich theoretisch auch an den Unimog dranhängen. Das wird auch möglich sein. Da muss ich aber gucken, wie ich das mache. Weiß ich noch nicht ganz genau. Da bin ich noch überfragt. So, wir machen das jetzt fertig und dann, dann muss ich nochmal eine Frage stellen. Also, was heißt eine Frage stellen? Ich mache das einfach jetzt schon. Ihr seht ja jetzt, dass ich jetzt am Kalk aufladen bin, ne? Ich glaube, dass jetzt einige von euch mir in den Kommentaren schreiben oder sich zumindest gedacht haben, Werner, der Kartoffelroder ist schon seit 5 Minuten voll, du musst ihn ausleeren. Was vollkommen richtig ist. Aber habe ich bewusst nicht gemacht, weil dann wieder andere Leute schreiben würden, du musst mal eine Sache zu Ende bringen. Das heißt, wenn ich am Kalk aufladen bin, dann verdammt nochmal, mach den verdammten Anhänger voll und dann machst du was anderes. Und das ist eben genau das, was ich gemeint habe. Am Ende des Tages wird alles fertig sein. Ne? Aber die Herangehensweise ist immer, was heißt immer eine andere, ist immer spontan bei mir. Also ich sehe jetzt irgendwas, hab Bock drauf und mach das. Kann sein, dass zwei, drei Sachen nebenbei laufen. Das kann sein, das ist nicht abwegig, sagen wir mal so. Bietet sich einfach an mit CP und Helfer und blablabla, bla bla, hast du nicht gesehen. Macht das einfach Spaß, ne? Weil du musst nicht alles komplett alleine machen, sondern, ne? So, ist voll. Heißt es nicht, dass ich jetzt hier Kalk streuen gehe? Nein. Mir war es noch wichtig, dass ich da mal angefangen habe. Das war mir tatsächlich wichtig. Und hier liegt tatsächlich noch ein bisschen. Naja, okay. So, was war wichtig? Deswegen, genau, hier. Hier müssen wir tatsächlich gucken. Ihr habt mir auch geschrieben in den Kommentaren, dass ich wahrscheinlich den Container sogar am Anhänger oben lassen könnte und es immer noch reichen würde. Und viele haben gefragt, wo ich den her habe. Ich glaube von Forbidden Mods. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich, immer ein guter Tipp, wenn ihr Mods sucht. Immer ein guter Tipp. Natürlich Forbidden Mods. Kann ich euch immer empfehlen. Und dann, was man auch noch machen könnt, wenn ihr die Bezeichnung dieses Geräts habt, wenn ihr das irgendwo gesehen habt, in dem Video, ist ja komplett egal jetzt, ne? Dann könnt ihr auf alle Fälle nach der Bezeichnung suchen. Hier, was ich euch geben kann, ist Lizard KS6 Kartoffel und dann noch irgendwas mit OHV Modding Team. Irgendwie so in der Richtung. Gebt das einfach mal bei Google ein, schreibt noch LS17 dahinter oder davor. Ihr werdet bestimmt was finden, hundertprozentig. Also ich habe hier keine, boah, Exoten würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe hier nichts, was, also wenn es Privatmods sind, dann sage ich euch, dass die privaten sind. Weißt du? Aber das Ding hier ist nicht privat. Also das könnt ihr euch runterladen. Ich weiß nur nicht genau wo, aber wie gesagt, wenn ihr zwei, drei Schlagwörter bei Google eingebt, normal, Google hilft euch schon. Also wenn ihr Google gut behandelt und wenn ihr Google gut mit Informationen füttert, was ihr haben möchtet, dann ist Google auch gut zu euch. Ja? Muss man einfach mal so sagen. Wer einfach nur nach Kartoffelernte eingibt, der wird niemals einen Kartoffelernte in LS17 finden. Niemals. Das ist ja einfach so. Je genauer du bei Google suchst, desto besser. So, tatsächlich würde ich ihn jetzt aber gerne, was sie auch vorgeschlagen hat, an der linken Seite laufen lassen, weil ich dann beim nächsten Mal testen kann, wie das aussieht mit dem, ja, ob das einfach funktioniert mit dem Abtanken direkt. So, du bist auch wieder soweit. Dich kann ich genauso wieder einstellen, weil ich genau weiß, dass der Kurs einfach passt. Der passt einfach. Ja, da haben wir auch ein bisschen Gasse. Wunderschön, wunderschön. Ja, was machst du eigentlich da? Egal, wir gucken nicht hin, wir gucken nicht hin. So, nochmal ganz kurz hier, wird auch gehabt, seht ihr, das genau das meine ich. Hätte ich dieses Gerät da vorne nicht aufgefüllt, würde das jetzt nicht arbeiten. So, das haben wir auch gemacht. Wir könnten, das habe ich tatsächlich letztes Mal vergessen, diese Fuhre wegbringen. Nicht, weil ich jetzt das Geld brauche. Nein, 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 nein. Mir geht es nur darum, dass, weil die nächste Ernte wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern, weil wir erst in einer Folge heute werden wir erst diese Plantage wieder bestücken. Deswegen. Apfelplantage, Mosterei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fahren. Komm mir heute gut an, ne? Ich sag dir das. Nein, du fährst hier weiter. Nein, du fährst hier. Sag mal.
Ich muss sowieso hier weiterfahren, weil... Moment, wo sind meine Wegpunkte? Der wird wahrscheinlich komplett auf den John Deere raufkommen. Nee, der wird sogar ausweichen, oder? Moment, gucken wir mal. Nee, das geht nicht gut. Ja, das geht nicht gut. Okay. Wer hat denn den John Deere geparkt, den schmutzigen? Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Gut, aber tatsächlich, wie gesagt, heute ersatzweise Bergmann Samstag, tut mir leid. Aber habe ich schon gesagt, warum, weshalb, bla bla bla. Ich danke euch fürs Zuschauen in der ersten Folge. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns etwas später wieder. Die Videos kommen jetzt etwas knapper, sage ich jetzt einfach mal, weil natürlich heute Vormittag schon 3 Videos kamen. Jetzt kommen eben noch die Nachmittagsvideos. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.